Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Grünen dringen auf Nachbesserungen beim EU-Asylkompromiss. So sollen etwa Familien mit Kindern grundsätzlich nicht in die geplanten Grenzverfahren kommen, heißt es in einem Beschluss des kleinen Parteitages im hessischen Bad Vilbel. Vorausgegangen war eine kontroverse Debatte. Parteimitglieder kritisierten die EU-Entscheidung scharf. Sie war auch mit Billigung von führenden Grünen zustande gekommen. Außenministerin Baerbock verteidigte ihre Zustimmung zu dem Reformvorhaben. Erfolg für Annalena Baerbock. Die Bündnisgrünen stehen beim Länderrat geschlossen hinter der Außenministerin. Sie soll versuchen, den umstrittenen EU-Asylkompromiss bei weiteren Verhandlungen noch zu verändern. Wir haben sehr harte Diskussionen miteinander geführt in den letzten Tagen. Auch hier war es alles noch nicht harmonisch, aber dafür ist das Thema auch zu wichtig. Proteste gegen den EU-Asylkompromiss, dem die Bundesregierung mit grüner Beteiligung zugestimmt hatte. Flüchtlingsorganisationen befürchten einen Ausverkauf der Menschenrechte. Kritik kommt auch von Teilen des grünen Führungspersonals und der Parteibasis. Bei allem Verständnis für die Situation, glaube ich, dürfen wir nicht all die Menschen verlieren, die so wie ich wegen dieser Thematik in dieser Partei eingetreten sind, die gesagt haben, die Grünen sind unsere einzige Hoffnung vor dem Sterben im Mittelmeer. Asylzentren an EU-Außengrenzen stehen zur Debatte. Kritiker warnen vor haftähnlichen Zuständen. Ich würde sehr darum werben, dass wir weiter dafür einstehen, dass wir es klar benennen, dass wir keine Verfahren an den EU-Außengrenzen brauchen, die Kinder und Familien hinter Gittern letztlich sperren werden. Die verschärfte EU-Flüchtlingspolitik drohte die Partei zu spalten. Baerbock verteidigte ihren Standpunkt. Da geht es nicht mehr um, dieser Fakt ist richtig und dieser Fakt ist falsch, sondern was wiegt bei so einer Entscheidung höher? Die Frage, dass wir das bei den Grenzverfahren nicht erreichen konnten, oder die Hoffnung, dass nicht 3.000, 30.000 und es ist so angelegt, dass es 120.000 werden, die in die Verteilung gehen. Was ist für uns wichtiger? Jetzt muss Baerbock versuchen, der Position der Grünen bei den anstehenden Verhandlungen zwischen EU-Parlament, Kommission und den Mitgliedstaaten Geltung zu verschaffen. Bundesweit ist heute an den Volksaufstand in der DDR vor genau 70 Jahren erinnert worden. Bei einer Gedenkveranstaltung in Berlin legten Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier Kränze am Mahnmal für die Opfer nieder. Die Sowjetarmee und DDR-Sicherheitskräfte hatten den Aufstand vom 17. Juni 1953 blutig niedergeschlagen. Mindestens 55 Menschen wurden getötet, mehr als 10.000 verhaftet. Hier zunächst ein Überblick über die Vorgeschichte und den Verlauf des Protests. Die DDR beschließt im Sommer 1952 neue Maßnahmen. Private Händler werden enteignet, Bauern in Genossenschaften gezwungen. Und der Staat erhöht Lebensmittelpreise. Jeden Monat fliehen im Schnitt mehr als 30.000 Menschen in den Westen. Im Mai 1953 beschließt die DDR-Führung, Arbeiter sollen 10% mehr leisten bei gleichen Löhnen. Zwar werden die Preiserhöhungen für Lebensmittel zurückgenommen, nicht aber die höheren Arbeitsnormen. Deshalb rufen Ostberliner Bauarbeiter zum Generalstreik auf. Am 17. Juni protestieren frühmorgens in Berlin Zehntausende. Stündlich kommen mehr dazu. In 700 Orten werden es insgesamt etwa 1 Million Menschen. Die Forderungen: Rücktritt der Regierung, freie Wahlen, die Einheit Deutschlands. Gegen 11:30 mittags rollen sowjetische Panzer nach Ost-Berlin. Schüsse fallen. Es gibt Tote und Verletzte. Die sowjetische Armee schlägt den Volksaufstand nieder. Erinnern an historischem Ort. Als hier auf der ehemaligen Ostberliner Stalinallee der Volksaufstand begann, war Wolfgang Jenichen 13 Jahre alt. Als Schüler in Dresden schloss er sich den streikenden Arbeitern an. Es war die erste Demonstration, die ich mitgemacht habe, freiwillig. Sonst musste man ja immer zum 1. Mai, zum 8. Mai, zum 7. Oktober, mussten wir immer verordnet da sein. Nach einer Viertelstunde waren wir wieder weg. Aber trotzdem, das war wirklich freiwillig. Auch mit 83 Jahren will Jenichen seine Erfahrungen weitergeben. Regelmäßig erzählt er seine Geschichte Schülern, also jungen Menschen, die heute in etwa so alt sind, wie er es damals war. Das ist eine Herzensangelegenheit, deutsche Geschichte denen beizubringen. Und
das möchte ich, dass das rüberkommt. Wie Jenichen machten am 17. Juni 1953 Hunderttausende DDR-Bürger die Erfahrung, was passiert, wenn sie gegen das SED-Regime auf die Straße gehen. Die Panzer der Sowjetarmee schlugen den Aufstand gewaltsam nieder. Bei einer Gedenkveranstaltung heute erinnert Kanzler Scholz an die entscheidende Rolle der sowjetischen Panzer. Diese allein waren es, die das verhasste stalinistische Regime der SED in dieser Lage noch retten konnten. Ohne ihren Einsatz wäre die erst 4 Jahre zuvor gegründete DDR an diesem Tag bereits wieder beendet gewesen. Wolfgang Jenichen ist froh, dass der 17. Juni inzwischen Teil der gesamtdeutschen Erinnerungskultur geworden ist. Am heutigen Tag der Bundeswehr hat sich die Truppe interessierten Besucherinnen und Besuchern gezeigt. An insgesamt 10 Standorten in ganz Deutschland präsentierte sie sich dabei auch als Arbeitgeber. Angesichts anhaltender Nachwuchssorgen sagte Verteidigungsminister Pistorius bei seinem Besuch im niedersächsischen Bückeburg, es müssten viele Menschen für die Bundeswehr gewonnen werden. Einer Wiedereinführung der Wehrpflicht erteilte er allerdings eine Absage. Das Programm ist eng getaktet für den Verteidigungsminister, heute beim Tag der Bundeswehr auf dem Heeresflugplatz Bückeburg. Und trotzdem versucht Boris Pistorius, möglichst viele Soldatinnen und Soldaten persönlich zu begrüßen und ihnen zuzuhören. Wir sind da, lautet die Botschaft, nicht nur am heutigen Tag. Die Bundeswehr müsse gesellschaftlich wieder mehr in den Vordergrund rücken. Das bedeutet, wir müssen die Bundeswehr ausstatten, wir brauchen Personal und wir müssen deutlich machen, diese Bundeswehr ist kein Selbstzweck, sondern sie ist dazu da, Freiheit und Sicherheit Deutschlands und des NATO-Gebietes zu verteidigen. Hier in Bückeburg werden derzeit 160 junge Leute in verschiedenen technischen Berufen ausgebildet, Zivilisten. Die Truppe selbst hat weiterhin ein Personalproblem. Der Tag der Bundeswehr soll auch dazu dienen, mehr Nachwuchs zu gewinnen. Es sei aber noch unklar, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine auf die Bereitschaft hat, sich für eine militärische Laufbahn zu entscheiden. Es gibt Menschen, die schreckt das ab, die sagen, ich will fliegen, aber ich möchte nicht in den Auslandseinsatz, ich fliege lieber bei der Polizei. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, dieses Land bietet mir so viele Möglichkeiten, es ist ein tolles Land und ich möchte meinen Beitrag zur Verteidigung dieses Landes leisten und deshalb gehe ich zur Bundeswehr. 20.000 Dienstposten können derzeit nicht besetzt werden. Die Bundeswehr rührt also nicht ohne Grund die Werbetrommel. Die Militärregierung von Mali hat den sofortigen Abzug der etwa 12.000 UN-Soldaten aus dem Land gefordert. Der malische Außenminister Diop sagte vor dem UN-Sicherheitsrat in New York, die Friedensmission MINUSMA sei gescheitert. Auch die Bundeswehr ist daran mit mehr als 1.000 Soldaten beteiligt. Die Bundesregierung hält trotz der Forderungen Malis daran fest, den Abzug, wie geplant, in geordneten Schritten bis Mai kommenden Jahres zu beenden. Bei einem Angriff auf eine Schule im Südwesten Ugandas sind laut Behörden mindestens 40 Menschen getötet worden, darunter 38 Schulkinder. Demnach zündeten Rebellen der Dschihadisten-Miliz ADF in der Nacht die Schlafsäle der Schule an. Viele Schüler starben in den Flammen. Die Angreifer nahmen mehrere Geiseln und sind nun offenbar auf der Flucht in die benachbarte Demokratische Republik Kongo. Die ADF-Miliz soll seit den 1990er Jahren tausende Zivilisten getötet haben. Vertreter afrikanischer Staaten haben Russland dazu aufgerufen, mit der Ukraine über ein Ende des Krieges zu verhandeln. Präsident Putin empfing die Delegation in St. Petersburg und sagte im Anschluss, er sei offen für einen Dialog, der die legitimen unterschiedlichen Interessen berücksichtige. Die afrikanischen Länder sind besonders von den wirtschaftlichen Folgen des Krieges betroffen. Sie leiden unter extrem gestiegenen Getreidepreisen. Sie kommen in einer sehr schwierigen Mission ins russische St. Petersburg. 7 afrikanische Staats- und Regierungschefs wollen Wege zum Frieden in der Ukraine suchen. Das Gespräch mit Wladimir Putin findet am runden Tisch statt, die Botschaft der Afrikaner. Alle Kriege müssen irgendwann enden. Und wir sind hier, um die klare Botschaft zu vermitteln. Wir wollen, dass der Krieg endet. 10 Punkte werden vorgestellt, darunter Deeskalation und Rückkehr zu Verhandlungen. Der russische Präsident wiederholt die Gründe des Konflikts aus seiner Sicht, die Schuld liege beim Westen. Aber begrüßt die Initiative. Ich möchte mit großem Respekt die Positionen der afrikanischen Staaten nennen, die sich für den Erhalt des globalen Friedens und der regionalen Sicherheit einsetzen.
Neben den Friedensbemühungen geht es für die afrikanischen Staaten auch um dringend benötigtes Getreide und Düngerexporte aus Russland und der Ukraine. Das Getreideabkommen läuft Mitte Juli aus, dann drohen Versorgungsprobleme auch in Afrika. Gestern hatte die afrikanische Delegation Kiew besucht. An diesem Tag gab es erneut russische Luftangriffe auf die Stadt. Präsident Zelensky forderte erneut den Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine. Ich sage immer wieder, dass jede Verhandlung mit Russland, solange sie auf unserem Land sind, den Krieg nur einfrieren würde. Auch alles andere, das Leid und den Schmerz. Von der afrikanischen Vermittlungsmission sollen Impulse ausgehen. Konkrete Zusagen gab es bislang nicht. In Berlin werden am Abend die Special Olympics World Games eröffnet. Die Spiele sind die größte inklusive Sportveranstaltung der Welt. 9 Tage lang treten rund 7000 Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung gegeneinander an. Damit unterscheiden sich die Special Olympics von den Paralympics, bei denen Menschen mit körperlicher Behinderung an den Start gehen. Die größte Delegation stellt Gastgeber Deutschland mit über 400 Sportlerinnen und Sportlern. Schon beim Einzug ins Teamhotel große Vorfreude auf diese Special Olympics World Games. In Berlin werden über 300.000 internationale Gäste erwartet. 7.000 davon sind Athletinnen und Athleten. Toll, dass man das miterleben darf. Für das erste Mal, wo man dabei ist. Ist tolle Erfahrung. Einer der größten Freunde der World Games ist Basketball-Superstar Dirk Nowitzki. Nach seiner Wettkampfkarriere schätzt er das entspannte Miteinander der Special Olympics sehr. Special Olympics steht für mich für Inklusion, für dass Leute mit geistiger Behinderung einfach eine Chance bekommen, Sport zu treiben auf hohem Level, Spaß zusammen zu haben, Sachen zu erleben. Was mir so toll daran gefällt, dass es eigentlich hier nicht ums Gewinnen und Verlieren geht. Davon überzeugt er sich höchstpersönlich. Besuch beim deutschen Basketballteam für ein motivierendes Training mit dem Ex-NBA-Star. Und was könnte stärker anspornen, als gegen Dirk Nowitzki zu punkten? Zum Schluss unterschreibt Nowitzki noch die T-Shirts der deutschen Spielerinnen und Spieler. Und natürlich freuen sich alle über ein Gruppenbild mit Dirk. Die Basketball-Bundesliga hat einen neuen Meister. Erstmals ist der Titel nach Ulm gegangen. In der Finalserie gegen Bonn gelang dem Team von Trainer Gavel gestern Abend der entscheidende 3. Sieg. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte können die Ulmer Basketballer eine deutsche Meisterschaft feiern. Am Fuße des Ulmer Münsters wurde das Überraschungsteam am frühen Abend empfangen. Die Mannschaft von Trainer Anton Gavel wurde von mehr als 5000 Fans bejubelt. Am Mittag wurde das Team bereits im Rathaus empfangen. Müde, aber glücklich durfte sich jeder Spieler ins goldene Buch der Stadt eintragen. Als Außenseiter in die Saison gestartet, am Ende deutscher Meister. Ich glaube, wir haben das gestern schon realisiert. Heute ist natürlich umso mehr. Heute kommt noch mehr Freude dazu, weil gestern war so ein bisschen die Last ist abgefallen von uns. Und heute können wir das ein bisschen mehr genießen. Gestern Abend das 4. Spiel gegen Bonn in eigener Halle. Das 74:70 reichte den Ulmern zur ersten deutschen Meisterschaft. Auf dem Weg dorthin bezwangen sie in den Playoffs die großen Favoriten aus Berlin, München und am Ende Bonn. Und hier die Lottozahlen. 2, 15, 19, 22, 32, 43, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 18. Juni. Hochdruckeinfluss und Warmluft aus Südwesten sorgen für einen hochsommerlichen Tag. Im Verlauf wird es dann zunehmend schwül. Heute Nacht klingen die meisten Schauer und Gewitter im Osten ab. Es klart verbreitet auf, regional bildet sich Nebel. Morgen gibt es im Nordosten zunächst noch einzelne Schauer, sonst viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf im Westen und Südwesten mehr Wolken und am Abend einzelne Gewitterschauer. In der Nacht Tiefstwerte von 18 bis 7 Grad. Morgen werden auf Rügen 22, sonst 27 bis 34 Grad erreicht. Am Montag in schwülwarmer Luft neben Sonnenschein teilweise dichte Wolken und hier und da Schauer oder Gewitter. Die können Dienstag und Mittwoch auch Unwettercharakter haben durch heftigen Starkregen, Hagel und Sturmböen.
Die Tagesthemen mit Karin Mioska schauen um 23.15 Uhr auf die Grünen und die Frage, wie lange die Basis die Politik der Ampelkoalition noch mitträgt. Und Urvater der Whistleblower gestorben, Daniel Ellsberg, enthüllte die legendären Pentagon Papers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.